Wenn es die Möglichkeit gibt. Ach ja, ich wollte ja jetzt ein bisschen aussortieren. So, also auf jeden Fall Didi Jakonan. Tut mir leid, das ist. Es ist leider nicht mehr genug für diesen Verein und er ist auch schon 29. Soll er nochmal sein Glück woanders versuchen? Ich versuche ihn jetzt mal irgendwo unterzubringen. Italien wäre auch noch was Schönes. Du undankbare Schwein. Ja, aber bei mir wird er einfach nicht mehr rankommen. Och Leute, warum seid ihr denn nicht dran interessiert? Hier, Fenerbahce Istanbul, ihr nehmt doch jeden Scheiß. Nö? Okay. Österreich, Red Bull Salzburg, wie wär's? Warum habt ihr denn alle keinen Bock auf ihn? Okay, warte, Eintracht Frankfurt, hier bitte. Hamburg, ihr kauft doch eh alles. Komm. Was ist denn mit euch los? Belgien? Kann ich nicht hier. Lars Stindl würde ich ungern. Den würde ich behalten. Ihn würde ich auch gerne behalten. Sanogo auch. Ja, komm, weg mit ihnen. Weil er. Oh, Arsenal, komm. Komm her nach Sampdoria, Genua. Wollt ihr nicht? Was ist los mit euch? Hier, Ajax Amsterdam. Wollt ihr nicht Schulz haben? Verkauft doch nie Schulz. Doch, ich verkaufe ihn. Malaga, komm. Ich gehe auch ruhig mit dem Preis runter. Hier, FC Barcelona. Das ist der Mann für euch. Wirklich nicht? Okay, für 250 vielleicht? Auch nicht. Top-Angebot. Ja, FC Arsenal, Top-Angebot. Ihr macht eh nur Müll in den letzten Jahren. Warum will denn keiner diesen Spieler haben? Ja, dann nehmt nicht. Alter. Habe ich irgendwas in der zweiten Mannschaft, was ich verhökern kann? Ich guck mal kurz auf die Gehälter. Ich wollte ja eher auf die Gehaltsliste gucken. Mal gucken. Transferverträge. Gehalt. Das höchste Gehalt. Boah, selbst Thierry Henry verdient nicht so viel und er leistet. Trotz, dass er 10 Jahre älter ist und nur ein Punkt besser ist, tausendmal mehr als Stuf. Komm her, diese Krücke muss weg. Was ist das denn für Fairness, Temperament, Publikumsliebling? Ja. Komm, Russland, da warst du doch. Willst du wieder zurück? Nee? Schade. Meine Russland? Da hat sie doch so ge gut gefallen. Okay, dann mache ich, pass auf. 3 Millionen für euch. Wollt ihr nicht.
2,5 Millionen. Wollt ihr auch nicht. Ihr wollt irgendwie nicht meine Spieler haben, kann das sein? Ja gut, dann... Dann nehmt nicht. Finde ich schade. Ich meine, ich habe eigentlich gute Spieler. Hm, hm. 16 Millionen für einen Robert Lewandowski, ne? Wie traurig ist das einfach? Ich meine, dieser Preis ist völlig angemessen. Keine Frage, muss man trinken. So. Komm her. Ach, kann ich nichts machen. Schade. Da war auch nur 65. Vielleicht kann ich noch einen schönen Spieler verpflichten. Aber wo? Für welche Position? Wir bräuchten... Ich guck mal einfach auf den Transfermarkt, was es da gibt. Einen Stürmer brauche ich nicht mehr, einen für sich. Kann man dich echt verpflichten? Aber wir haben jetzt ein gutes Verteidigungsbollwerk. Wie sieht denn momentan deine Saison denn so aus? Durchschnittsnote ist 3,5. Ja. Oh, hier, hier. Spahic. Ja, nee, ich glaube, ich lass den Kader so. Zwar ist es ganz schön, aber dann habe ich selber als Spieler keine Chance mehr. Sebastian Kiel. Na, Leute, hier. Nicht wieder schlecht gelaunt sein. Ich brauche nämlich euch. Kann ich die nicht einfach irgendwo wegschicken? Ich kann ja einfach mal den Spieler... Man kann so einen Spielerberater beauftragen, der für einen den Markt sondiert. Der auch ein bisschen so Verhandlungen aufnimmt und ein bisschen die Transfersummen bestimmt. Allerdings wird ein Teil von dem, was man da verdient, ja, wird dann einfach da, muss bezahlt werden, also man würde nicht den kompletten Betrag bekommen. Ich versuche das jetzt einfach, also ja, Konan und Hushti, das sind so zwei Kandidaten, wo ich mir sage, nee. Also wenn man mit Juft seine Form behalten kann, okay. Aber sonst,
ist aber momentan auch gut in Form. Naja, gucken wir mal, was unser Christian Schulz. Auch bitte und ja, Chabacuski. Bringt ja auch sehr viel Unruhe rein hier. So. Man muss ja immer ganz realistisch alles sehen. Und man muss auch im Sinne des Teams, des höher geordneten Zieles, muss man ja auch bisschen betrachten, ne? Deswegen. Ja. Oh, Sobich. Was ist denn da denn los? Doppelpack Sobich. Mal wieder in der Vorbereitung, ne? Aber wenn es in Ligaspielen um Tore geht, dann hast du keinen Bock zum Schießen. Das verstehe ich auch nie bei ihm. Das ist auch so ein Mysterium, dieser Typ, ne? Ja. Ja, kannst ja irgendwo aussuchen. Tschüssi. So, ich würde gerne immer gut, wenn man Kosten kurz einsetzt. So. Alles mit der Ruhe, ich habe alles im Blick. Ja, das hat er auf jeden Fall verdient. Warum verpflichtet man für mich so eine Null? Entschuldigung. Aber, nee. Okay.